Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Atomic Heart. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir befinden uns aktuell im Pavlo-Komplex unterhalb der Krankenstation und sollen hier Viktors Kopf ins Labor dieses Komplexes bringen. Ja, und hier kann man sagen, liegt ein schweres Mutantenproblem vor. So, und bevor wir weitermachen, ich habe ja hier... Huch! Hier fliegen ja noch die Leichenteile durch die Gegend. Das ist etwas irritierend, liebe Leute. Ich habe den Eingangsbereich soweit von Mutanten freigeräumt. Allerdings habe ich noch ein Türschloss entdeckt, dessen Code ich gerne noch finden möchte, bevor ich tiefer in den Komplex vordringe. Was ist hier los? So, und wir hatten den Türcode hier auf diese... Leben hier noch Mutanten? Tatsache. Aber der macht nichts. Na, die Chance muss ich doch direkt nehmen. Bleib auf Abstand. Brauchst du nicht zu sagen. Der macht doch nichts. Du bist ganz schön krank. Ja, den haben wir schön leer gesaugt. Haben wir Neuromed-Kapsel gespart. Gib mal her. So. Hier müssen wir nämlich weiter. Und hier haben wir ein Türschloss. Und dafür brauchen wir einen Code. So, aber die blutigen Hände. Eigentlich würde ich ja jetzt mal behaupten, dass wir hier dieser Blutspur folgen müssen. Aber hier waren wir doch schon. Ah, oh, das ist noch ein... Wieso tun die nichts? Ist das ein Bug? Leute, mittlerweile ist auch schon der nächste Patch wieder erschienen. Wir sind jetzt bei Version 1.5. Angeblich... Vollpfosten! Ach, der ist doch gleich tot. So. Angeblich... soll das jetzt mit den Einsammeln von Gegenständen besser sein oder dass man sich auch nicht mehr ja so festfahren kann. Ja, die Blutspur. Ah, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Da steht ja noch einer. Jetzt ist es. Jetzt bin ich aber geheilt, mein Freund. Machen Abflug. Huch, explodiert ja noch. Was haben wir da? Oh, noch irgendein Gewülst. Oh, Leute. Könnte das mit den Händen ein Hinweis sein? Dass sie hier... diese Kreise hier vielleicht als Code eingeben müssen? Ah, es sind doch 4 Kreise, oder? Ah, das Feuer. Ich würde das Feuer gerne löschen. Ich weiß auch nicht, ob meine Idee gerade richtig ist oder nicht. Aber die Hände sind mir ja schon vorher aufgefallen. Das könnte ja die Anordnung tatsächlich sein. Das heißt, da oben einer.
Aber ich glaube, diese Kreise hier spielen auch noch eine Rolle. War das hier auch ein Kreis? Man weiß es nicht. Wenn das da unten auch ein Kreis ist, Moment, dann wäre das... Es ist halt schon auffällig hier mit den Händen. Ich nehme mal an, dass das hier irgendwie... Moment, wenn wir so schauen... Vor allen Dingen müssen wir den hier vielleicht zweimal drücken, weil da ja zwei Kreise drin sind. Aber geht nicht, ne? Wir können, glaube ich, keinen Knopf zweimal drücken. Moment. Also das wäre der Knopf rechts über der Mitte. Ich würde mal behaupten, das sind zwei... ich gucke mir das einfach mal an. Ich gucke mir das einfach mal an, ob das irgendwie hinhaut. Nicht, dass in dem Raum noch eine Chibita liegt, meine lieben Leute. Das wäre dann diese Hand. Und dann hatten wir hier noch Hände. Und ich glaube, hier links war noch dieses Gemälde. Oh ja! Leute, das hat geklappt! Das hat geklappt! Meine Güte, was für ein interessantes und kniffliges Rätsel. Werden wir auf jeden Fall wieder gut mit Munition versorgt. Finden ja hier auch noch ein paar Birnen. Da werden wir uns die auch gleich mal zu Gemüte führen. Ja, das hat ordentlich Materialien eingebracht. Aber eine Chibita oder dergleichen... liegt hier nicht. Ist einfach nur wieder Altmetall, das da rumliegt. Okay. Wir haben hier aber noch eine Birne. Das Nejelov-Experiment, 7. Juni 1955 von dem Junior-Forschungsassistent aus dem Pavlo-Komplex an Esburo, Leiter der Abteilung für Strafvollzug. Beigefügter Bericht: Wladimir Nejelov, Alter 32. Aufgewachsen in einem Dorf außerhalb von Moskau, junge Eltern, wurde gestillt, gesundes Kind, hat draußen gespielt, körperlich gearbeitet. Strenge, fleißige Eltern, typisches Dorfleben. Hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft, psychischer Zustand nach dem Dienst normal. Raucher. Außer gelegentlichen Erkältungen keine Krankheiten, normaler gesunder Sowjetsoldat. Stark, zielorientiert. Er tut mir leid. Nachdem die Sporen durch den Körper seiner Frau in Nejelovs Blut eingetreten waren, kam es zu einer vorübergehenden Lähmung, Muskelzuckungen, Reizbarkeit, Hornhautablösungen und milder Demenz. Sein Zustand verschlechterte sich über 3 Tage hinweg, wurde jedoch nicht kritisch und stabilisierte sich schließlich. Nach einigen darauffolgenden Besuchen bei A. Nejelova verbesserte sich W. Nejelovs Zustand sogar. Während des 7. Besuchs erstarrte er vor ihrem Bett und bewegte sich nicht mehr. Seine Lebenszeichen blieben normal, obwohl W. Nejelov nicht mehr zu leben schien.
Wir haben die natürliche Entwicklung der Schierlingsmutation in diesem Patienten beobachtet. Vorgestern sind dem Mann am ganzen Körper Wurzeln gewachsen, genau wie bei Arnelova. Der Schierling verzweigte sich während der Entwicklung, kam dann aber nicht mehr weiter. Beratungen mit Botanikern aus Wawilow sind erforderlich. Das Experiment kann als Fehlschlag betrachtet werden. Schick deine Beobachter, um die Überreste des Nelov-Experiments zu vernichten. Genosse Bur. Ach du Heiliger. Jetzt hier den ganzen Ablauf zu lesen, macht den ganzen Fall nicht netter. Und hier sind alle Daten gelöscht. Ich glaube, das ist auch besser so. Okay, wir haben auf jeden Fall diesen Raum. Irgendwo höre ich doch hier noch einen Mutanten rumkrebsen, oder? In der unteren Etage vielleicht noch? Nee. Okay, wir haben den Raum jedenfalls geknackt und jetzt können wir tiefer in den Komplex hinein. Und haben wieder eine Farbkombination. Okay. Gut, wir müssen Gelb und Blau definitiv tauschen. Ja. Und jetzt noch den Roten. Weiter, so. Halt mal auf die Kalaschnikow. Na, da stehen noch ein paar Kisten. Hier geht's auch noch tiefer in den Komplex. Schauen wir uns aber hier hinten mal um. Hier ist ja alles kaputt. Okay, hier geht's weiter, Leute. Dann schaue ich doch mal, wohin uns diese Tür hier führt. Ah, da war ich zu spät. So. Ah, okay, das ist hier. Hier kommen wir zum Eingangsbereich zurück, ne, wo wir reingekommen sind. Genau. Okay, haben wir jetzt hier also eine kleine Abkürzung freigeschaltet. Dann müssen wir ja da unten weiter. Da haben wir auch nochmal einen Safe Room. Können wir eigentlich die hier auch ansappen? Nö. Mensch, dann hätte ich mal nicht meine Schienenkanonen hier verballern sollen. Die waren nämlich schön aufgeladen. So, ich werde hier nochmal speichern. Wer weiß, was uns hier in den Tiefen erwartet. Dann werde ich hier auch nochmal mein Inventar ein wenig umräumen, denn wir haben schon wieder ein bisschen Munitionsmangel. Was ist denn jetzt los? Haben sie jetzt hier auch wieder die Steuerung im Inventar geändert? Diese beruhigende Musik hier immer, ne? Okay, Kalaschpatronen braucht. Ach, hier werden auch noch. Hier wäre auch noch Pistolenmunition gewesen. So, Kalasch, Kalasch. Ich sortiere hier links mal. Ah, ich glaube, für die Kalasch hatten wir nichts mehr, ne? Aber wir haben doch gerade so viel gefunden. Aber ich habe auch gerade mit der Kalasch rumgeballert, wie bescheuert. Ach, da oben sind sie. Entschuldigung. So, ist das ätzend. Also, ganz ehrlich,
das muss nochmal überarbeitet werden. Jetzt haben wir hier schon ein paar Patches, aber die Menüführung hier im Inventar, gerade im Zusammenhang mit dem Lager, finde ich persönlich furchtbar. Zumindest ploppt er nicht mehr von alleine nach oben. Das ist schon mal eine Besserung. So, schnapp. Hä? Hab doch ein volles Magazin rausgeholt. Haben wir hier noch ein angebrochenes? Nö. Okay. Dann machen wir es so. Ich glaube, so sind wir gut ausgerüstet. Ich überlege, ob ich auch meine Nahkampfwaffe nicht vielleicht noch mal eine Kartusche anbringe. Haben wir überhaupt irgendwelche Verbesserungen, die wir hier noch anbringen können? Ein Kartuschenmodul verringert den Verbrauch. Das können wir mal erweitern. Erhöht den Elementarschaden. Und würde noch mal Elementarschaden erhöhen, aber dafür fehlt uns was. So, der Griff, der ergonomische Griff, den müssen wir noch finden. Verdammt. Ja, so haben wir nämlich ja keine Möglichkeit, uns jetzt hier aufzubessern. Okay, was packen wir daran? Feuer, Kälte, ich nehme mal Feuer. Feuer ist immer gut. Wir haben ja so viele Kartuschen. Lager. Eine Feuerkartusche. Ups. Weil gerade die Mutanten, die kann man ja doch gut auch mit Nahkampfwaffen erledigen. Da müssen wir nicht so viel Munition verschwenden. So, sollen wir hier noch ein paar Sachen demontieren? Ah, der Kram hier unten. Eine Wodka brauchen wir nicht. Kondensmilch nicht. Dynamo. Wobei der Dynamo, damit können wir, glaube ich, hätten wir jetzt unten unsere Energie wieder aufladen können, ne? Naja, egal. So. Dann. Feuerkartusche dran. Darf ich mal vorbei? Oh, Sporen. Nicht spucken. Ah. Hier liegt anscheinend nichts weiter, oder? Kommen wir denn hier rein? Die technische Wartung. Sag mir, Genosse Major, könnten unsere zivilen Roboter nach deiner professionellen und persönlichen Erfahrung im Kampfmodus wirklich das Atomherzprojekt abschließen? Ja, kein Problem. Wenn an allen Militärstützpunkten, Hauptquartieren und Startplätzen reichlich Roboter positioniert wären und keiner mit einem Angriff rechnen würde, könnten sie das amerikanische Militär komplett überrumpeln. Genau wie die Soldaten. Noch erholt sich die Welt von dem einen Krieg und schon fängt der nächste an. Naja, so schlimm ist es auch nicht, wenn man es bedenkt. Wie meinst du das, Genosse Major? Wenn Genosse Sechenov und das Politbüro die USA, ja sogar die ganze Welt übernehmen wollen, lassen sie die normalen Leute in Ruhe. Aber bei Kampfhandlungen sterben Zivilisten. Davon kannst du doch ein Lied singen. Wenn die Roboter programmiert sind, keine Zivilisten zu töten, greifen sie sie auch nicht an. Du bist ein Roboter, Charles. Das musst du doch wissen. Ich ein Roboter? Tja, so ganz falsch ist das nicht. Ein Roboterhandschuh. Was? Neuropolymer-Handschuhe nehmen keine Befehle von Kollektiv an? Das hängt vom Handschuh ab. Manche schon, andere können nur ihrem Träger gehorchen.
Aber ich schweife ab. Zivile Roboter erhalten den Befehl zur Aktivierung des Kampfmodus von Kollektiv. Und wer immer die Richtlinien für Kollektiv festlegt, kann ihnen befehlen, Menschen zu töten. Auch Zivilisten. Warum sollten sie Zivilisten töten? Das sind doch ganz normale Arbeiter, Bauern, Wissenschaftler. Ach, Scheiße. Dafür sind die Ringe. Und das wäre? Ein Mensch kann sein Gedankegerät abnehmen und vom Netz gehen. Aber ein Roboter kann das nicht, richtig? Dann zerrt dich dein eigener Haushaltsroboter wieder zu Kollektiv, sobald jemand das befiehlt. Sie wollen die Ringe für ihre eigenen Roboter, damit sie nur auf sie hören. Korrekt. Mhm. Wo kommen wir denn jetzt hier weiter? Wir sollen da hinten hin. Das muss davon hier unten sein. Nicht mit Gemüse. Ich habe aber eben ein Rad gesehen, das wir drehen können. Und was ist jetzt hier passiert? Und das haben wir hier. Kolbenpumpe, Diagramm des autonomen Wasserverteilungssystems des Lesnaya-Komplexes. Moment, haben wir jetzt den Nebenraum geflutet? Muss ich mal schauen. Dann gehen wir natürlich weiter. Oh ja, haben wir. Okay, wo waren das? Jawohl, okay. Ja. Glaube ich für Kameras, oder? Oder hat mir das gerade nur eingebildet? Okay, das sieht mir nach den Laboren aus. Da hinten sollen wir weiter. Verteilen wir ein paar Kopfschüsse. Die Mütter erledigen, bevor die hier neue Spuren machen. Hast du mich gerade gespuckt? Tatsächlich. Was
fällt ihn ein. Bleib auf Abstand, mein Freund. Die ganze Zeit ploppt hier Avatar auf, von dem ich immer noch nicht weiß, was das ist. Da wollte ich eigentlich mal schauen, was das für ein Errungenschaftsfortschritt ist. Bleib mal schön in deinem Gedöns. Hey, keiner hat dich gerufen. Aktiv. Ja, hier, oder? Na, was hattest du denn vor? Wo sind wir hier? Das ist ja... Oh, was haben wir hier? Eine Schlüsselscheibe, okay. Oh, Scheiße. Was kann denn so brutal sein? Die arme Frau. Du hast Mitleid mit einer Leiche, Major. Das ist der verstümmelte Körper einer Frau. Du hattest doch vor kurzem selbst noch Mitleid mit den Menschen. Diese Person ist tot, Genosse Major. Pass auf, dass deine Schwäche für Frauen dir nicht mal zum Verhängnis wird. Irgendwas stimmt nicht mit dir, Charles. Ich werde Sechenov bitten, dich zu rekalibrieren. Oh, ich wette mit euch, dass hier in diesem Labor aber noch irgendwo eine Chebeta liegt. Oder? Mussten wir wahrscheinlich... Da hinten liegt doch noch was. Aber hier kommen wir nicht hin. Aber wir haben ja auch noch einen Weg, wo wir weiter sollen. So, hier haben wir nochmal eine Birne. Verarbeitete Tiere. 30. Mai 1955 von S. Mechnik, Empfangsleiter Pavlo-Komplex, Andrei Retschetnikov, Leiter des Polymerlabors Vavilov-Komplex. Genosse Retschetnikov, die Polymerproben aus Vavilov sind vollkommen inakzeptabel. Habt ihr die etwa alle vermasselt? Ich verstehe, dass das nicht euer Fachgebiet ist, aber wie könnt ihr so wenig Respekt vor der Arbeit eurer Genossen haben? Für den Mai lassen wir es durchgehen, aber im Juni brauchen wir ordnungsgemäß verarbeitete Tiere, sonst muss ich mich an die Leitung wenden. Die Rohre zwischen Vavilov und Pavlo sind nicht dazu da, um Scheiße durchzupumpen. Okay.
Ah, okay. Jetzt wissen wir noch, wofür wir die Schlüsselscheibe brauchen. Hier. Hier können wir... Was war das gerade? Na, da liegt doch noch ein Leichnam, oder? Ja, wir können wieder mit einem Toten reden. Eine Beschwerde! Hört zu! Ich reiche eine Beschwerde ein! Worüber denn? Über Stockhausens widerliches Verhalten! Ich war verletzt, hätte aber gerettet werden können! Ich verblutete und flehte ihn um Hilfe an! Aber euer Stock, ich weiß, dass ihr ihn so nennt, ist einfach weitergegangen! Er hat einer dieser Roboter-Ballerinas gesagt, sie soll mir auf den Hals treten, damit ich keine Geräusche mache! Dann war ich tot. Ja, Stock ist echt ein Scheißkerl, was? Das ist er. Absolut. Ich möchte, dass du diese Sache ans Licht bringst. Leite sie bitte an deinen Vorgesetzten weiter. Das ist beschämend. Es geht nicht um mich. Für mich ist es zu spät. Aber es geht um den Ruf der Anlage. Immerhin ist er der Assistent des Verwaltungschefs. Ich kümmere mich drum. Ja... Okay, wir haben hier schon wieder einen Aufzug. Wo führt der uns denn hin? Ja, das wird leider nicht übersetzt. Ich werde hier aber jetzt nochmal speichern. Speichere Daten. Und dann schauen wir mal. Wir sind noch gar nicht in den Laboren. Wahrscheinlich führt dieser Aufzug ins Labor, oder? Mal schauen, ob sich unsere Aufgabe um links jetzt ändert. Hier werden wieder Ladebildschirme kaschiert. Und hier liegt eine Chibita. Und nun bist du fort, Professor. Was hast du getan? Ich sollte von dir lernen. Doch du hast mir nur Verachtung entgegengebracht. Mein Selbstwertgefühl hing von dir ab. Und nun? Aber gut. Ich habe ja noch Munition. Ich kann mich durch die Wissenschaft kämpfen. Und ich habe die Spieluhr mit deiner Lieblingsmusik aus deinem Büro gestohlen. Damit ich es nicht vergesse. Ich habe sie im Tresor versteckt. Dem mit dem positiven Passwort, nicht dem negativen. Mhm. Was soll ich je erreichen, wenn ich nicht mal zwei Tresore auseinanderhalten kann? Der Hund hat das Positive. Nee, wir können hier nicht mehr weiter. Ah doch. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich habe nicht Lust, wieder gegen diese komischen Viecher zu kämpfen. Ich guck lieber nochmal, ob wir hier oben was liegen gelassen haben. Das Labor lässt mir gerade keine Ruhe. Was ja gar nicht das Labor war. Ah, das war einfach zu groß. Ich wette, wir haben was übersehen. Ja, hier, Wissenschaft am Rand der Moral. Eine weitere Schritte. Das ist ein wirklich magisches Land, voller merkwürdiger Visionen und wundersamer Charaktere. Ein Land der unglaublichen Emotionen und totaler Freiheit. Es ist ein Land, in dem man alles weiß und nichts davon versteht. Es gibt keine Sorgen, keine Ängste. Das ist unser Geschenk an dich, Soldat. Und es versteht sich von selbst, dass es dein Leben verlängern wird. Ein Leben voller Kampf und Gewalt. Armer Bursche. Schwester, das Gerät. Das Gehirn ist bereit für das Implantat. Ich will da nämlich irgendwie hinkommen. Bestimmt einen Lüftungsschacht oder sowas übersehen. Thank you.
diese Mistviecher hier. Achso, das war er. Naja, okay, die letzten Räume haben ja auch keine Chibitas gebracht. Dann gehen wir doch nach unten. Und kämpfen gegen den Plutsch, oder wie die heißen. Ich schau nochmal. Das ist einfach ein Name, den ich nicht... Da, Plutsch. Ah, furchtbar. Die waren auch, glaube ich, nur im Nahkampf gut zu besiegen. Aber zum Glück haben wir unsere Feuerkartusche und unsere nette Klinge hier. Und anscheinend müssen wir ihn auch bekämpfen, wenn ich mir die letzte Chibita jetzt hier nochmal, nicht die letzte, die vorletzte, die wir hier gefunden haben. Der Hund hat einen Pass, hat das Passwort. Wo ist er denn jetzt hin? Hier ist doch eben einer rumgerannt. Glaube ich mal die ganzen Mütter erledigen, die hier rumhängen. Dafür liegen hier zu viele Leichen rum. Sag ich doch. Was ist jetzt hier für eine Karnevalsmusik? Eher Kirmes, hä? Oh, der wurde überfahren, auch nicht schlecht. Das war's, oder? Schöne Scheiße. Was ist das, Charles? Eine Leichenhalle? Genau. Hier werden die Toten zur weiteren Untersuchung aufbewahrt. Ja, aber so viele? Hier wimmelt es von Leichen. Wo kommen die alle her? Es sind Dutzende. Und die meisten sind noch ganz jung. Das sind die Leichen von Freiwilligen, die bei gefährlichen Experimenten starben. Ach du Scheiße.
Ich weiß ja, dass man bestimmte Experimente nicht an Mäusen oder Schweinen oder so durchführen kann, sondern Menschen dafür braucht, aber so viele. Das ist doch total krank. Leider läuft in der Wissenschaft nicht immer alles glatt. Manchmal sterben Freiwillige. Das hier soll dafür sorgen, dass sie nicht umsonst gestorben sind. Die Leichen werden obduziert, damit dies nicht wieder geschieht. Scheiß auf dein Manchmal. Hätten sie nicht einfach zum Tode Verurteilte nehmen können? Aber selbst dann... Nicht alle Experimente lassen sich am Bodensatz der Gesellschaft durchführen. Manche wichtige geheime Projekte erfordern psychologisch gesunde Freiwillige. Und manchmal gehen diese Experimente tragisch aus. Tragisch ist untertrieben. Glaub mir, Genosse Major, es gibt Dinge, die viel schlimmer sind als das, was du hier siehst. Manchmal führt der Tod von Freiwilligen zu Durchbrüchen, die Millionen Leben retten. So wurde der Impfstoff gegen die braune Pest entwickelt. Lass uns weitergehen. Das muss ein Ende haben. Ja, notwendige Übel. Notwendige Übel. Aber es macht die Sache nicht angenehmer. Ah, hier haben wir wieder eine Abkürzung freigeschaltet. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier weiter hoch. Ach, hier geht's ja weiter. Du bist ganz schön krank. Jedenfalls schnell die Mütter alle erledigen. Was ist das hier überhaupt für ein Labor? Das Leichenschauhaus, toll. Hier liegt noch was. Ach, jetzt sollen wir wieder hoch. Okay, das war die Stelle, die blockiert war. Also gehen wir noch eine Etage höher. Ins Leichenhaus. Ah, Aufbewahrung. Ja, da kommen wir gerade raus. Hier wollen wir aber auch wieder raus. So, ein Farbcode. Das ging flott. Ah, wir sind da. Ah, ja. Ich glaube, das ist die Stelle, wo ich meinte, da will ich rein, oder? Ja, genau. Genau, okay. Das trifft sich doch gut. Sollen wir da hinten weiter? Dann schaue ich mich hier aber nochmal um. Ich glaube, sonst ist hier nichts mehr, oder? Keine Chibita. Oder vielleicht bei dir? Auch nicht. Ach, das Tor können wir ganz einfach öffnen. Ja, aber ich würde sagen, da wir bei einer Dreiviertelstunde sind und ich höre hier definitiv schon wieder Sicherheitskameras, das heißt auf jeden Fall, dass hier gleich ein bisschen mehr los sein wird und wir auch wieder zu den Mutanten wahrscheinlich noch Roboter am Arsch haben werden. Ja, da würde ich tatsächlich speichern und wir führen den ganzen Spaß dann im nächsten Video fort und schauen uns hier weiter im Pavlo-Komplex um. Einmal speichern bitte. Speichere Daten. Vielen Dank. Ja, genau. Dreiviertelstunde. Ja, ich nehme an, die Abschnitte werden jetzt sehr kampfbezogen und
Ja, da werde ich wohl etwas länger brauchen. Okay, schauen wir uns das also im nächsten Video an. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Atomic Heart wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.